Oh, servus, Elias. Grüß dich mal besser, klar. Das ist mal Lachen. Was geht ab, Alter? Alles klar. Wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen, was geht? Ja, ich habe mir die Haare weggemacht. Jetzt habe ich eine Glatze. Das ist ganz okay. Stabil, Digga. Sieht aus wie ein verrückter Araber. Aber nee, hier im Herrengarten ist voll die gute Laune, Stimmung, kann man so sagen. Es ist ein bisschen lauschig. Film mal kurz ein bisschen rum. Ist ein bisschen chillig hier. Kein Schlosskopffest, aber trotzdem keine Distanz, keine Kontaktsperre. Nee, auf gar keinen Fall. Das soll auch nicht so sein. Denn ich habe mir heute auch kein Feuerzeug rausgeholt. Ich habe einfach meinen MX Spirit Tabak eingepackt. Da war noch ein bisschen Tabak drin und so. Hier die Perser oder so, keine Ahnung. Die Jungs sind ja gastfreundlich schön. Genau, ja. 700 Abonnenten sind es schon. Ja, Mann, fast 700. Es fehlen genau 1, 2, 3, 4. Mein Gott, Leute, es genau. Sind 4 Leute. Abonniert und dann sind die 700 voll und dann geht's richtig los. Mann. Oh, Scheiß. Alle Fleisch abonnieren. Das ist der marokkanische Meister Popper jetzt heute. Genau, hier. So sieht's aus, Alter. Stabil und Scheiß. Zeig mal den Bizeps an. Das ist der Bizeps, Alter. Und Bizeps, Scheiß. Oder? Genau, Bizeps. Meister Popper und wie ist dieser Typ von Popeye? Popeye. Bud Spencer und alles drum und dran. Was denn, fühlst du so für Ernährung, Elias, beim Training? Beim Training ist immer das Wichtigste. Aufstehen morgens oder wann du auch immer aufstehst. Ich weiß nicht, ob du bis 5 Uhr morgens aufbleibst und Disziplin. Erst um 1. Genau. Geh frühstücken. Was isst du immer so denn, zum Frühstück? Wenn du frühstückst, das ist auch egal, aber ich versuche immer Haferflocken oder so, aber, am Ende ist es wirklich etwas vom Vortag. Aber das ist auch gut so. Man kriegt so Kalorien rein und so, alles drum und dran, der Körper, du kommst auf Tour und alles. Es geht alles in die Gänge und alles drum und dran und hast beim nächsten Mahlzeit nicht das Problem, das ist meine erste Mahlzeit. Du hast schon was gegessen und haust direkt richtig rein, es ist voll gut. Weißt du, das ist der wichtigste Tipp. Geh frühstücken. Wenn du zu Hause bist, vom Vortag irgendwas, hau dir was rein, eine Banane oder so, ess was, denn da hast du schon mal was gegessen. Nach dem Training oder vor dem Training, ich weiß nicht, wie der Trainingsplan ist oder dein Ernährungsplan. Wir haben ein bisschen Zeit, hier kannst du mal langsam reden. Ich weiß, genau, was du meinst. Genau. Da hast du eine Grundlage, eine Basis, der Motor springt an. Das ist voll cool, das ist voll cool. Das ist wichtig, immer morgens frühstücken. Ja, ja, ja. Manchmal sich auch ein Arsch drin. Gestern bin ich schon 6:30 aufgestanden. Ich hasse zum Beispiel, wenn ich nicht gefrühstückt habe, ich mach's jetzt gerade, man sollte keine Lügen erzählen, ich mach's jetzt gerade nicht, aber wenn ich mit dem Training anfange, dann hau ich mir was rein. Denn wenn du dir nichts reinhaust, dann hast du das Problem so, oh, das ist meine erste Mahlzeit und stehst dann so davor. Aber wenn du dir morgens was reingehauen hast, dann nach dem Training gehst du irgendwo dein Hähnchen essen mit dem Reis oder so und dann stehst du nicht irgendwie vorher und sagst Ave Maria, sondern haust direkt rein. Oder Salam Aleikum. Wa Aleikum Salam. Genau. Oder Kakusi. Oder genau, Kakusi. Kakusi. Genau. Elias, willst du auch Kroatisch lernen jetzt? Dzięki, ja. Ein bisschen Kroatisch. Oder Polnisch oder alles. Polska, ja. Das ist alles verwandt, ja. Dann schlag doch mal dieses schöne Buch ein und wir gucken mal, was da steht. Kannst du mal vorlesen, was du da gelernt hast. Genau. Schon mal lernst, ja. Einfache Sprache. Mach ein bisschen weiter. Das sind die ganz normalen Wörter. Zum Beispiel, sagen wir mal, Ruka. Arzt. Wie sagst du bei Arzt? Liečnik. Und Ruka ist die? Ruka ist arm. Ist arm, ja. Arm. Und Apfel ist? Auf Arabisch, auf Marokkanisch, Tvecha. Tvecha. Und auf Kroatisch, Jabuka. Jabuka. Übrigens, die Russen sagen auch Jabuka. Genau. Lies doch mal ein bisschen, komm. So, was geht hier noch so? Fremdsprachenkorrespondent. Trauen? Ja. Topiti. Topiti. Gut. Gut aus. Einfach auszusprechen, die meisten Wörter. Es taut? Ja. Topise. Temperatur? Temperatur. Tief? Okay, das ist zu schwer. Und allein heißt Sam und Samo heißt nur. Und die Araber, die machen so viel mit diesen wie die Deutschen auch zum Beispiel, die lachen. Und die Jugos und die Russen, die machen so viel mit den Rollen R, das können wir gar nicht sprechen. So. Das können wir gar nicht, zu krass. Und die Franzosen können kein H sprechen. Und die Kroaten, wenn die sagen München, die können kein Ü sprechen, kein Ö, die sagen München, weil die haben kein Ü, weißt du, die haben kein Umlaut. Genau. Die haben kein R, Ü und Ö. Ich glaube, die Araber haben auch keinen. Wie sagen die Araber bei München? München. Minik. Minik. Ja, genau, oder Minik. Oder Brüssel. 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 Oder bei Frankfurt, Franzafort. Und Elias, die Frauen hier im Herrengarten, gefallen die dir? Anmutig, Bruder. Anmutig. Du schmelzt so dahin, Alter. Ohne Scheiß. Hey, ich habe heute eine Serbin kennengelernt, eine Kroatin. Ja? Ich glaube, geht wieder los bei mir. Es geht wieder los.
Die Frauen vom Balkan, die ziehen mich wie ein Magnet an, Alter. Baby, baby. Baby, baby. Das ist B.I.G. Das ist B.I.G. Kannst du rappen? Mach mal Hip-Hop, komm. Jonas. Jonas, Elias. Wie geht dieses Lied? Fried no turn once and feel fuck all that, hink that's land. Wie geht dieses eigentlich vom B.I.G.? Das ist voll bekannt, Mann. Das geht so, Juicy, juicy, hypnotize. Ja, hypnotize. Biggie, 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 can't you see? Sometimes you really hypnotize me. And I just love your fresh eraser. This is why I wrote the news. I love that. Kannst du Beatbox, Elias? Ein bisschen. Mach mal. Gut, gut. Yo, 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 yo. Wir sind jetzt hier mit den Kickboxer im Park. Was geht ab? Das ist mein Start. Was geht ab? Das ist die Stadt. 64293 Darmstadt. Oh ja, im Skatepark, da geht's ab. Da vercheck ich die Capri Sonne und der Elias kommt jetzt an. Der erlernt jetzt Kroatisch und das ist mein richtig guter neuer Mann. Und dann wollen wir 700 Abonnenten und dann kommt der Üger mit dem Fußball. Mit der Fußballschule macht er die Flickflack und die ganzen Tricks und den Salto und die ganzen Leute. Die sind jetzt hier, wo sind die ganzen Frauen? Ich will noch ein Zimmer vermieten und dann geht's ab und wir bauen dicken, fetten Joint und dann gehen wir trainieren im Fitnessstudio. Das ist TV Plauze hier mit dem Elias. Oh yeah, 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 yeah. Der geilste Beat heute hier. Oh yeah. Korrekt, du hast richtig drauf, Alter, mit Beatbox. Gut, Alter. Butguch. Wo hast du gelernt? Gut. Ja, gut, gut, gut. Und nächstes Mal machen wir eine Arabisch-Runde. Zeig's mal ein bisschen, wie man Arabisch lernt. Genau. Ja. Und was heißt auf Arabisch? Tschüss, auf Wiedersehen. Masalam. Masalam. Genau. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kakusi, dobro veche. Guten Abend, meine Freunde. Einschalten, abonnieren, alle sieben bei TV-Plauze. Wir wollen die 700 Abonnenten vollkriegen, Digga, ne? 700! Korrekt, Digga. Drück auf den Knopf, Alter.